Hallo und grüß dich gut. Wir leben in einer sehr interessanten Zeit gerade und mit dem heutigen neuen Zolkin beginnt eine 13-tägige Welle der Drachenenergie. Und diese Welle beinhaltet unter anderem auch die Urkraft und die Wahrheit. Und wo immer mir oder dir Neid, Missgunst, Lüge, Intrigen oder Ähnliches entgegenschwappen, seid ihr gewiss und wisse, das wird ein Ende haben. Denn die Wahrheit wird euch frei machen. Das hat vor 2000 Jahren schon einer gesagt. Und nach dem Gesetz von Saat und Ernte werden all diejenigen, die dir Wellen ins Gesicht schlagen, in den selbstverursachten Fluten ertrinken. Und es steht auch schon in der Bibel, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und momentan zerdeppert es alles. Lügen in der Politik, Lügen im Bankenwesen, Lügen in den Religionen und auch Selbstbelügung wird natürlich entsprechend an den Tag gefördert. Und wenn ich von Lügen umgeben bin, von Erfindungen, die möglicherweise sogar noch aus Angst entstehen, dann wird diese Angst wie Rost die Angstmacher selber auffressen. Und das ist das Schöne, was jetzt passiert, weil die Wahrheit wird siegen, weil die Liebe immer siegt. Und Liebe ist Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Alles, was nicht wahrhaftig ist, wird jetzt enttarnt oder enttarnt sich selbst. Und das ist natürlich die Geschichte, wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, dann zeigen drei auf einen selbst. Drum sei untadelig mit deinem Wort, nimm nichts persönlich, ziehe keine voreiligen Schlüsse und sei immer der Beste, der du sein kannst. Das sind die vier Versprechen der Tolteken. Ich wiederhole es nochmal, sei untadelig mit deinem Wort. Das entspricht auch den richtet nicht, denn ihr werdet gerichtet werden. Nimm nichts persönlich, wenn dich jemand angreift, meint er immer sich selbst. Ziehe keine voreiligen Schlüsse. Die Dinge sind immer anders, als sie zu sein scheinen. Und sei immer der Beste, der du sein kannst. Weil nur in deiner Mitte bist du aufrecht, standfest und aufrichtig. Und das Lügenkonstrukt zerbricht. Und ich meine auch denjenigen, der es anschaut. Papa, dich.